Ich sitze hier im Mercedes SLS AMG Black Series. Das Fahrzeug hat 60 PS mehr als der normale SLS, also 631 Pferde. Und vor allem, er wiegt 70 Kilo weniger als der Ursprungs-SLS. Und das Beste ist, ich darf nicht nur drin sitzen, sondern ich darf gleich auf die Rennstrecke Paul Ricard mitfahren. Und zwar nicht nur mit dem Black Series, sondern auch mit dem blauen E-Drive da drüben. Der hat dann sogar 750 PS und kann jedes Rad einzeln antreiben. Ja, der Hammer. So muss ein Rennauto sein. Laut, schnell, hart. Das macht richtig Spaß. Der V8 antwortet sofort auf jede Gaspedalbewegung, die man macht. Und zum Glück haben wir ESP auch auf der Rennstrecke aktiviert, weil sonst wären wir schon 2 bis 3 Mal rausgeflogen. So, jetzt das totale Kontrastprogramm. Wir sitzen im SLS E-Drive und wie Sie hören, hören Sie nicht viel. Gerade mal das Rollen der Reifen, wenn die Scheibe offen ist. Aber was super funktioniert und sehr sportlich ist, man kann bei diesem Auto in die Kurve hinein Gas geben, wie ein Bekloppter. Und es macht das Auto nur noch agiler, weil bei Bedarf die kurvenäußeren Räder überbeschleunigt werden. Und die kurveninneren Räder sogar abgebremst. Und der Abzug ist aller Ehren wert. 0 bis 100 schafft auch der E-Drive in 3,6 Sekunden. Und was wirklich schwer zu toppen ist, ist die Dynamik bei Kurven. So, wer dachte, Supersportwagen und Elektroantrieb passt nicht zusammen, der sollte auch mal SLS E-Drive fahren. Das Ding geht um die Ecken besser als der Black Series. Das Einzige, was wir uns jetzt noch wünschen, ist der Sound vom V8 aus dem Black Series in diesem Auto. Und dann ist er fertig, der perfekte Supersportwagen.